Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Pelzer Stammtisch. Servus. Heute mal wieder mit der Urschule mit mir, weil die Jessnan ist noch in ihrem Renovierungsprojekt von ihren 30 Quadratmeter. Es wird aber höchstwahrscheinlich dieses Jahr abgeschlossen, immerhin. Super. Ja, auf jeden Fall, wir haben passend zu dem roten Faden, den wir gerade durch alle unsere Kanäle bilden, das Thema Code Orange mitgebracht. Und das Lustige ist, ich kann die Jessie dazu interviewen, weil sie weiß gar nicht, um was es geht. Was Nein. Jessie, was ist Code Orange? Naja, das, was ich so gesehen habe und so interpretieren würde, würde ich sagen, ist mit Kürbis und Halloween zu tun. Ja. Also so herbstlich. Mhm. So Herbstsache. Also so wie, ich kann es auch nur interpretieren, wie ich das quasi auf TikTok wahrnehme, ist Code Orange, heißt das Cozy Season, nennt man das auch, ne? Oder die Autumn Vibes, Herbstdekoration, Halloween-Dekoration, aber nicht nur Dekoration, alles, was mit dem Thema Herbst zu tun hat. Ah, okay. Ob das jetzt Serie, Filme, Bücher, Deko, Rezepte, also alles, was so damit zu tun hat, ist so damit gemeint. Und man assoziiert damit ganz extrem die Gilmore Girls. Und da habe ich echt so überlegt, also ich würde behaupten, es gibt keinen größeren Fan von den Gilmore Girls wie ich. Das stimmt. Ja, ich glaube, es stimmt nicht, aber es ist kein größerer, den ich kenne. Also ich habe sie gerade wieder komplett geguckt. Also ich gucke die mindestens ein bis zweimal im Jahr komplett. Aber ich verstehe nicht so ganz, warum man Herbst mit The Gilmore Girls assoziiert, weil die Lorelei ja eigentlich immer so auf den Schnee ist. Ja. Na, also sie riecht ja den Schnee. Also ja. Eigentlich ist sie ja total der Wintermensch. Sommer, okay, stimmt. Sommer kriegt man nicht so richtig in. Also ja, doch, es sah eine Serie Sommer, aber man spricht. Ja, aber nicht so richtig, ne? Ja, also, man spricht nicht so richtig über den Sommer. Okay, vielleicht deswegen, weil man meistens die in Pullis sieht und so, dass es deswegen eher der Herbst ist. Ich weiß es nicht. Die machen doch immer das Erntedankfest so groß. Genau, mit dem Maislabyrinth und so. Aber die haben ja auch Sommerfest in Stars Hollow. Also ich als langjähriger Gilmore Girls Fan hätte jetzt nicht unbedingt das Thema Herbst mit den Gilmore Girls assoziiert, muss ich sagen. Wobei auch, weil klar haben die Strickpullis trinken Kaffee und ne cozy und bla und blub und auch die Cover und so sind manchmal, also das erste Staffelcover ist orange-braun gemacht, aber ansonsten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es geht um der Herbst, sagen wir es mal so. Und um alles, was mit Herbst zu tun hat. Mit den, ja, also wie gesagt, von vorne bis hin über Bücher, über sonst was. Also ich hab's, glaube ich, schon mal, also ich hab's dir schon mal gesagt, ich persönlich war wirklich überhaupt kein Herbstfan, muss ich sagen. Also ich konnte, also für mich waren die schlimmsten Monate des Jahres Oktober und November, weil das für mich so braun, also ich mag diese ganzen Erdtöne, Orangetöne nicht, ist überhaupt nicht mein Ding. Und mir war das alles zu braun, zu trist und generell für mich immer so eine Zeit, wo ich so melancholisch geworden bin. Ich will nicht sagen, dass ich Depressionen gekriegt habe, aber einfach, ja, immer mit dem Regen und mit dem Braun war so Zeit, da war mir immer kalt, weil man geht so vom Sommer in den Winter über und dann war mir ständig kalt und es war einfach so Zeit, ich mochte das einfach gar nicht, weil der Nassregen mir dann auch so zum Teil so richtig in die Knochen zieht, wenn es dann so kälter wird. Ne? Nee, ich finde, wenn es im Herbst zu lange regnet, dann zieht mir das wie in die Knochen der Regen. Ich kann das gar nicht erklären. Im Sommer liebe ich das, also allein der Duft und überhaupt. Aber wenn es im Herbst zu viel ist, dann, keine Ahnung, dann ist mir einfach kalt. Aber das hat sich in den letzten Jahren komplett geändert. Ich muss sagen, ich bin ein Freund des Herbst geworden. Weil ich ehrlich gesagt die Hitze im Sommer nicht mehr so mag. Ich muss aber dazu sagen, ich mochte die noch nie. Selbst als Kind erinnere ich mich, dass ich das nicht mochte, außer im Schwimmbad zum Abkühlen. Oder in der Klimaanlage mochte ich das schon immer. Also ja, ich bin so ein Herbstfreund geworden. Und du? Also ich habe schon immer gern den Frühling und den Herbst gemocht. Der Frühling, weil alles so erwacht irgendwie. Ja, ich liebe den Frühling. Frühling ist meine Jahreszeit. Das ist, weil alles so erwacht, weil dann alles so... Ja, so blüht und manchmal kriegt man das gar nicht so mit, weil man manchmal so irgendwie in so einem Strudel ist und dann denkt man, oh Gott,
Das habe ich gerade so richtig mitgekriegt, dass es schon wieder manche Bäume schon wieder verblüht. Und der Herbst mag ich wegen der Farbe, wegen Gelb, Orange. Ich liebe den Herbst. Das hasse ich. Den November mag ich auch nicht. November ist trist, aber das sind hier nur ein paar Wochen, weil dann, je nachdem, wie Weihnachten fallen, dann fangen die Leute schon wieder an zu schmücken, dann ist abends schon mal ein bisschen wieder erleuchtet, also ja, auf der Straße oder in der, also andere Häuser oder in der Häuser. Aber Herbst habe ich schon immer gern gemocht. Wir haben sogar letztes Jahr war sogar, wir haben so einen Zierkirschbaum, den wir bei unserem Balkon stehen. Und irgendwie war das auch so ein triste Tag gewesen im Herbst und auf Ammo. Aber der war schon die ganze Zeit gelb, aber bei mir ist das Gelbe erst an dem Tag so bewusst geworden, ja. Wie schön gelb das ist, ja, der Zierkirschbaum neben bei unserem Balkon, der war richtig schön gelb, richtig leuchtend gelb, die Blätter. Also ich muss sagen, tatsächlich liebe ich am allermeisten natürlich den Mai, weil wir sind Maikinder. Ja. Ja, aber generell liebe ich den Frühling. Also ich liebe es einfach hier an der Deutschen Weinstraße, wenn die Mandelblüte blühen. Das ist für mich das Schönste. Wobei ich sagen muss, in den letzten 2 Jahren haben die ziemlich früh geblüht. Ich glaube, dieses Jahr sogar schon im März, weil es einfach so warm war. Und dann muss man echt schnell sein, weil innerhalb von einer Woche zum Teil sind die verblüht. Das ärgert mich dann immer ein bisschen. Und ich mag es, wenn die Kirschbaumblüten blühen. Das ist, glaube ich, so im Juni, wenn mich nicht alles täuscht. So Mai, Juni und die Magnolie und so. Das liebe ich total. Und ich mag das, wie du sagst, wenn alles, also ne, wenn dann so die Gänseblümchen das erste Mal rauskommen, das Gras wieder grün wird. Ne, also generell die Blumen blühen, das liebe ich total. Also für mich sind so meine Lieblingsmonate tatsächlich wirklich der Mai und der Juni. Aber der April kommt drauf an, wie das Wetter ist. Ja. Also wenn der April schön ist, dann liebe ich ihn. Wenn der April so typisch, also so nur regnerisch ist, dann mag ich ihn halt nicht so gern. Aber eigentlich so April, Mai, Juni kann man sagen, liebe ich. Wobei ich dazu sagen muss, dass für mich der Oktober schon immer so ein einschneidender Monat war. Also so, wie soll ich sagen? Zum Beispiel im Oktober habe ich mit dem Studium angefangen. Ja. Im Oktober habe ich mit meinem Trainee-Programm angefangen. Im Oktober bin ich Filialleiter geworden, also habe ich immer eine neue Filiale gekriegt. Ich bin im Oktober Verkaufsleiter geworden. Also für mich war ein Oktober, wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich glaube ich im Oktober mit meiner Ex-Freundin immer Schluss, also das ist auch bei mir lustig. Ich bin immer im April in eine Beziehung eingegangen und im Oktober wurde die immer beendet. Du bist doch, ja, und du bist doch im Oktober ein- oder ausgezogen? Stimmt, ja, stimmt, du hast recht. Im Oktober bin ich auch, stimmt, eingezogen und ausgezogen. Ja. Also ich bin damals, in Grünstadt bin ich damals zum 1. Oktober das erste Mal eingezogen und bin dieses Mal, aber ich glaube, ich bin zum 31. Oktober ausgezogen, oder? Ja, aber trotzdem, es war Oktober noch. Ja, stimmt. Stimmt, du hast recht. Aber nur Saarbrücke bin ich nicht im Oktober, da bin ich im Sommer. Im Sommer, ja. Oh. Aber ich bin im Oktober wieder zurück von Saarbrücke. Ja, so ist es. Bist du wieder in die Palste, wo du hinkehrst, nicht zu der Saarlene. Ja, also irgendwie, keine Ahnung, für mich waren immer solche gravierende, so einschneidende Ereignisse irgendwie immer im Oktober. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Wobei, April... Ja, wenn ich so sehe, April, ach, ne, also April, wie gesagt, habe ich immer neue Beziehungen angefangen. Ich weiß es nicht, so April und Oktober waren schon immer so irgendwie meine Schicksalsmonate. Ich habe keine. Warum auch immer. Wenn man das so ein bisschen betrachtet, ne. Obwohl, ich habe im November immer 2-mal neue Arbeitsstelle angefangen. Sicher? Ja, gut, ob das jetzt... Keine Ahnung. Also ich mochte Oktober nie, aber nachhinein, wie gesagt, wurde mir bewusst, dass eigentlich immer entweder, bei mir war es immer so, entweder sind extrem gute Dinge im Oktober passiert oder extrem scheiß Dinge. Mhm. Also gut, im Nachhinein waren sie ja aber nicht scheiße, im Nachhinein war es ja gut, dass die Beziehungen beendet waren. Ne, aber keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, also muss ich auch dazu sagen, dass ich überhaupt kein Halloween-Fan bin, war, keine Ahnung. Also ich muss dazu sagen, als wir Kinder waren, mochte ich Halloween total. Da gab es aber in Deutschland noch kein Halloween. Und ich erinnere mich, dass wir in der Halle von meinem Opa, meiner Oma, eine Halloween-Party gefeiert haben. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, Jessie. Nee. Aber da warst du auch. Also wir haben dort eine Halloween-Party gefeiert. Haben wir dort auch drin geschlafen, kann das sein? Ja. Dann weiß ich es. Ja, also wir... ja, wir doch, also ich sag mal so, wir kannten Halloween immer nur aus der amerikanischen Filme und fanden das halt cool. Weil ich persönlich muss sagen... Ich lieb die USA. Also ich war auch schon
eigentlich vor Corona zweimal im Jahr dort. Und ich habe das schon als Kind geliebt. Also, wie soll ich sagen? Ja, ob ich jetzt unbedingt Dohizi würde, wahrscheinlich nicht. Aber ich liebe so alles, was damit zu tun hat. Ich habe gestern zum Dommer gesagt, weißt du, immer diese große Treppe in deine amerikanischen Filme, weißt du, in deine Häuser, wenn die da immer so diese riese Treppe runtergekommen ja. sind. Oder generell diese amerikanischen Häuser habe ich schon immer geliebt. Also ach, die, sage ich mal so aus Alabama, mit der riesen Veranda vorne, oh. mit dem Schaukelstuhl drauf ja, oder so, weißt du, ja. so. Aus der Zeit, also ich habe schon immer amerikanische Süßigkeiten oder generell Getränke, Essen und so weiter geliebt, auch wenn es der größte Schrott ist und die größte Kalorie hat, aber also es ist halt total meins, so alles, was mit Amerika zu tun hat. Und das war es halt schon als Kind. Und deswegen, wo als Kind hätte ich halt gern Halloween gefeiert. Wie gesagt, wir haben dann am Halloween-Party gemacht. Ich glaube, mir war nach ein paar Mal auf einer Halloween-Party, Jessie, oder? Ich glaube, wir waren nicht verkleidet, aber das waren, glaube ich, so Hauspartys so irgendwie. Ja. Ich glaube schon, wo wir in so einem Teenageralter waren, dass es so war. Aber später raus haben wir mit Halloween gar nichts mehr am Hut gehabt. Und jetzt habe ich mit Halloween tatsächlich auch nichts am Hut. Also wir gehen nicht auf Halloween-Partys, wir feiern keine Halloween-Party. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin kein großer Kürbis-Fan. Muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, also die Story muss ich auch erzählen mit der... Oh Gott, oh ja. Gott. Das war was. Ja, auf jeden das Fall. Das war Katastrophe. Ja. Also ich bin kein Kürbis-Fan, weil ich fand, es gab eine Zeit, das war ungefähr, ich kann gar nicht mehr benennen, in welchem Jahrzehnt es war, aber es gab eine Zeit, auf Emmo war das so ein riesen Kürbis-Hype und plötzlich wollte jeder alles nur noch in der Kürbiszeit mit Kürbis machen. Meine Mutter hat plötzlich Kürbis-Curry gemacht. Also es gab alles mit Kürbis und ich mag diesen Kürbis, ich finde den so mehlig. Ja. Und ich mag dieses Mehlige nicht. Ich meine, ich kann eine Kürbiscremesuppe essen, ja. die schmeckt auch gut, ja. aber ja. es ist für mich nicht so wie für andere Leute, die sagen, oh, Kürbissuppe. Nee. Also so ist es für mich halt nee. Nicht. Ne? Aber es, oh, es ist okay, ich habe meinen Ventilator zerstört. Es ist okay, oh, es ist okay, ich kann es essen, aber ja, wie gesagt, ich bin nicht so der Mega-Fan. Auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt sagen? Die Konsistenz gefällt dir nicht so vor dem. Ja, also ich kann dem Thema Kürbis noch nicht so wirklich viel abgewinnen, wobei ich sagen muss, die Jessan hat mich auf den Geschmack vom Pumpkin Spice gebracht. Also den finde ich echt geil vom Starbucks. Ich habe den letztes Jahr versucht, Mono zu machen. Das war nicht so geil, aber ich habe es auch falsch gemacht. Ich muss es dieses Jahr nochmal gescheit machen. Was ist, ich habe es falsch gemacht. Ich habe zu viel Pulver genommen und kein Kürbispüree. Du brauchst eigentlich Kürbispüree noch dafür. Aha. Das hatte ich halt nicht. Aber vom Starbucks liebe ich halt Pumpkins. Also wie gesagt, hat mich mit Jessan so auf den Geschmack gebracht. Den mag ich schon. Ansonsten, wie gesagt, ich esse Kürbissuppe. Ich mache auch Kürbissuppe. Aber ich bin jetzt halt nicht der Mega-Kürbis-Fan. Und zu der Story, wo die Jessie meint, als wir dann endlich unsere Wohnung hatten. Man muss dazu sagen, ich bin spät ausgezogen und wir sind erstmal nach Saarbrücken und dort war ich aber so gut wie nie, weil ich jeden freie Minute eigentlich, also zum Studieren war man in Saarbrücken, aber sonst haben wir jede freie Minute hier verbracht. Also hat es keinen Sinn gemacht, in Saarbrücken Weihnachten zu dekorieren oder sonst irgendwas. Also als wir dann das erste Mal hier in Gründstadt unsere Wohnung hatten, habe ich gedacht, juhu, jetzt müssen wir Kürbis schnitzen. Und das habe ich auch gemacht, beziehungsweise ich habe Kürbis geschnitzt, zwei riese fette Schnitzkürbisse. Und habe halt gedacht, es ist ja total schade, das Fruchtfleisch wegzuschmeißen. Und habe gedacht, davon kann man ja Suppe machen. Es gibt ja Kürbissuppe. Und habe aber nicht gewusst, dass man das mit Hokkaido oder Butternut macht. Dass es Esskürbisse und Zierkürbisse gibt. Und habe dann wirklich, ich glaube, es waren 10 Liter, wenn es reicht, Kürbissuppe gekocht. Und ich war mega pisst, weil die Suppe mir auf dem Herd noch übergelaufen ist. Also es war eine mega Sauerei. Es war riesig, massig viel Suppe und halt das Kürbis aus Höhle war auch schon nervig. Also ich war einfach nur genervt und habe mich vor mich hingemotzt die ganze Zeit und die Jessie war mit dem Dommer im Wohnzimmer gesessen und haben das halt mitgekriegt, dass ich die ganze Zeit gemotzt habe. Dann habe ich gesagt, so, das Essen ist fertig und der Dommer isst tatsächlich richtig gern Kürbissuppe und der hat sich schon drauf gefreut. Und diese Suppe hat halt einfach nur nix wie nur Sahne geschmeckt, weil der Schnitzkürbis an sich halt nach nix schmeckt. Außer Sahne mit Gemüsebrühe, so hat es halt geschmeckt. Und das Ding ist aber, die Jessie und Papa, die haben sich nicht getraut zu sagen, dass es scheiße schmeckt.
Und haben dann einfach nur gesagt, ja, kann man essen, ja, schmeckt ganz gut, keine Ahnung. Und ich war dann so sauer, hab gesagt, das schmeckt doch scheiße. Hab das dann Klon untergespült, glaube ich. Ich glaube, du hast sogar extra noch Kürbiskernöl und Kürbiskerne gekauft, ja, oder nicht? Ja, hab das noch drauf gemacht. Ja, noch schön dekoriert. Und das war, wenn mich nicht alles täuscht, tatsächlich 2010. Ich glaube, wir sind 2010 auf Grundstadt gezogen. 2010 oder 2011, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Aber auf jeden Fall, entweder war es 10 oder 11, es war im ersten Jahr, wo wir dort gewohnt haben. Und da zu dem Zeitpunkt habe ich Kürbis komplett abgedankt. Da habe ich gesagt, das könnt ihr alle machen, wie ihr wollen, Eierkürbis so, Prof und Runner esse die ganze Zeit. Für mich ist das Thema durch. Und ich habe das erste Mal wieder Kürbissuppe tatsächlich letztes Jahr, glaube ich, gemacht. Oder vorletztes Jahr, seit ich Thermomix auf jeden Fall habe. Weil du geht's halt einfacher und die Suppe schmeckt wirklich okay. Aber ich habe tatsächlich gedacht, ich muss dieses Jahr mal ein paar Kürbisrezepte, so ein paar andere Sachen ausprobieren. Ich habe mir tatsächlich auch heute ein Kürbisgewürz gekauft. Ja, weil wir waren beim Bauer Lipp. Dort wollte ich tatsächlich auch schon seit 7 Jahren hin oder so. Das ist ein Kürbishof hier bei uns in der Nähe, so ein Bauernhof. Der macht dann halt diese klassische, also es gibt auch dort ein Maislabyrinth, das war aber leider heute Morgen noch geschlossen, aber da gab's, der baut halt wie so Figuren aus Kürbisse, also auch das SpongeBob steht dort zum Beispiel, aus Kürbisse gebaut. Und dann gibt's dort halt so ein Kaffee-Restaurant dabei, aber da wir natürlich heute, erster Tag, die X vor sind, haben wir natürlich nichts gegessen, aber es gibt noch einen Hoflade. Und in dem Hoflade, also das hat richtig cool gemacht, also wirklich auch alles so, wie soll ich sagen, so selbst gemacht, also Kürbisbrot, richtig schöne Torte, also nicht nur Kürbis, es gab auch so süße, so Bonbons, richtig so die, wo dann in so einem Zellophanfolie sind, selbstgemachte, sage ich mal, Bonbons. Also so massig Zeug und die hatten halt so ein Kürbisgewürz und die Frau hat mir gesagt, das kannst du halt für Kürbissuppe benutzen oder die benutzen es für Ofenkürbis. Ich weiß nicht, also mir schmeckt der Kürbis, das schmeckt, ja, wie du sagst, das schmeckt einfach noch nichts. Also ich bin auch kein Fan ja, von. Ja, ich habe gedacht, ich muss mal so einen Ofenkürbis probieren, ob das schmeckt. Aber ob ich schon davon Fan wäre, also wie gesagt, ich weiß es auch nicht, ob das so mein Ding ist. Aber okay, let's give it a try. Ja, also genau, ich sag mal so, ich glaube, ich habe genau in meiner Wohnung 3 Halloween-Sachen besessen. Bis vor kurzem. Das war eine Truhe von der PX. Ja. Wenn man die aufmacht, dann gibt die halt so Geistergeräusche Happy von Halloween. Sich. Ja, die fand ich halt cool. Da habe ich halt immer auf dem Wohnzimmertisch die gehabt, eigentlich das ganze Jahr über Jahre hinweg. Und hatte halt Kulis und so drin. Dann habe ich einen grünen Kürbisbecher, also wo man heutzutage kriegt man das halt überall zu kaufen. Damals, wo ich das gekauft habe, also wo ich das mitgebracht kriegt habe aus der PX, gab es diese Trick-or-Treat-Eimer noch nicht in Deutschland. Da war das Thema Halloween auch noch nicht so, das war auch schon über 10 Jahre her. Und der ist halt neongrün mit einem Kürbis. Da habe ich in der Regel meistens Heidekraut eingepflanzt, also so herbstliche Pflanze früher auf dem Balkon. Und dann habe ich noch so ein Schild, das ist mit Glitzer und da steht, glaube ich, Trick-or-Treat oder so. Das ist auch aus der PX. Also die 3 Sachen habe ich aus der PX gekriegt. Das war das Einzige, was ich besessen habe. Bis ich dann vor 2 Jahren bei TK Maxx war. Und die tatsächlich Halloween-Sachen in meinem Farbschema hatten. Also sprich Türkis. Was heißt, es ist unbedingt immer Türkis. Es ist eher so ein zwischen Mint und Hellblau, aber es kommt ein Türkis schon sehr ähnlich. Dann halt in Weiß, bisschen mit Lila, Rosa. Also es passt halt so in mein Farbkonzept von unserer Deko im Wohnzimmer, weil ich bin nicht der Typ, der ständig umdekoriert. Für mich gibt's nur Weihnachtsdeko, ein bisschen Osterdeko und seit 2 Jahren Halloween-Deko, wie gesagt, weil ich es halt in meine Farbe gefunden habe. Und letztes Jahr habe ich noch ein paar Sachen ergänzt, weil da gab es noch ein paar Sachen. Aber zum Beispiel dieses Jahr ist wirklich fast alles nur in Orange, Braun, Schwarztöne. Also dieses Jahr war für mich so jetzt gar nichts von der Farbe groß dabei, außer eine Tasse oder so, ne? Was aber auch okay ist, weil ich habe echt genug. Also ich brauche nichts mehr, es ist echt full. Ja, und das gibt's bei mir halt erst seit 2 Jahren, dass ich Halloween dekoriere. Letztes Jahr haben wir tatsächlich Süßigkeiten gekauft, weil wir dachten,
ja, es ist Halloween und hier im Dorf ist es so, die Kinder gehen halt von Haus zu Haus, aber bei uns hat keiner geklingelt, also sind die Süßigkeiten wieder auf unsere Rippe gelandet, was jetzt nicht so toll ist. Beziehungsweise auch noch auf der Rippe von anderen Leuten, aber halt, ne, nicht bei den Kindern, wo es hier sollte. Wobei man sagen muss, hier in der Neubausiedlung tun die richtig krass Halloween dekorieren. Also die Häuser werden so richtig, also ich glaube, der Ende hat sogar, glaube ich, im Garten wie so eine Scheune oder wie so Garage, wo dann nochmal wie so Halloween-mäßig gemacht ist. Also hier im Neubaugebiet ist es schon krass. Jetzt hier weniger. Also wir hatten einen Schnitzkürbis draußen stehen an der Tür. Ja. Aber das war's auch. Wobei ich sagen muss, dieses Jahr habe ich vor, ein bisschen mehr zu machen. Also jetzt nicht wirklich viel, aber so ein kleiner Hinweis darauf hin, dass man bei uns klingeln darf. So mäßig. Aber ich finde, also wie gesagt, ich finde es eigentlich, ich sag mal so, ich finde die Idee von Halloween ganz cool. Ich mag den Herbst auch, weil ich so dieses, ach, dieses cozy, also dieses wird kalt, und nimmst du das Deck. Also für mich so die schönste, wenn mich einer fragt, du kannst einen Tag machen, was du willst, was ist für dich der schönste Tag, ne? Dann ist es für mich, stelle ich mir vor, es regnet, der Regen prasselt gegen die Fenster, ich sitze auf der Couch, in meine Decke eingemummelt, mit meinem heißen Kaffee, heißen Tee oder heißen Kakao. Hab meine Süßigkeiten, meine Lieblingssüßigkeiten oder irgendwas, was ich jetzt halt Lust habe zu essen, außen rumliege. Von mir ist auch noch eine Pizza oder sowas, also so Comfort Food. Und guck eine shiny Serie. Am besten die Gilmore Girls. Ne? Das ist für mich so ein perfekter Tag. Ja. Ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Für andere ist es, wenn sich Sonne kennt auf der Terrasse. Ne. Aber das wäre auch, ja. Das klingt gut. Ja. Das ist für mich so perfekt. Und ich glaube, deswegen generell mag ich schon das gern, wenn es dann halt wieder kälter wird. Und vor allem, ich liebe halt Weihnachten. Weihnachten ist für mich Dezember, das ist für mich die Season. Ich liebe Weihnachten. Egal, ob im Einzelhandel, ob ich schaffen muss oder nicht. Ich liebe das einfach. Wenn überall Weihnachten dekoriert ist, die Weihnachtsmusik, es riecht nur gebrannte Mandeln, nur Glühwein. Ich liebe Weihnachtsdeko. Bei mir wird Weihnachtsdeko schon früher, habe ich Weihnachten schon im September dekoriert, weil es hier Halloween gab. Ja. Mittlerweile dekoriere ich es dann nach Halloween direkt. Also am 31, also so am 1. November kommt Halloween weg und Weihnachten direkt hin, dass sich's lohnt. Also, ja. Also Weihnachten ist sowieso mein absoluter Favorite. Aber ja, ich kann mich mit dem Herbst schon so ein bisschen wängen, kann ich mich so langsam mit A-Freunden. Ich sag mal so, ich würde jetzt trotzdem nicht auf eine Halloween-Party gehen. Tatsächlich habe ich mal geguckt, weil es gibt doch im Holiday-Park immer diese... Ja. Ja. Oh, wie heißt denn das? Scary Halloween. Nights oder irgendwie. Ja, sowas, aber auch sowas auf Halloween-Night. Ja. Naja, auf jeden Fall. Habe ich mal geguckt. Es ist schon krass. Also du kostest ein Eintrittsticket, wenn du kein Datum festlegen willst, 49 Euro. Mhm. Du hast Einlass ab 18 Uhr bis 22 Uhr. Du kannst 4 Stunden alle Fahrgeräte fahren für die 49 Euro. Wenn du ein Datum festlegst, kostet es 34 Euro. Und dann gibt's dort aber noch so eine Nightmare Lane oder sowas. Also es gibt so 3 Häuser, so Halloween-Häuser, in die du rein kannst. Die kosten aber nochmal 5 Euro extra. Also... Mhm. Muss ich sagen, fand ich vom Preis her jetzt schon krass, heftig. Also ich finde generell für den Holiday Park 49 Euro bezahle. Ja, mittlerweile, heftig. Ja. Also auch wenn man am Tag geht, weil ich weiß nicht, ob das jetzt nur meine Meinung ist, aber ich finde so viel, ich meine gut, ich muss dazu sagen, wir mögen Freizeitparks und wir waren in Amerika und in Singapur, in der Universal Studios, wenn du halt so amerikanische Freizeitparks wirklich gesehen hast mit dem Ausmaß, was die Amis machen, dann ist halt alles andere wirklich halt nicht mehr so schön. Aber ich finde halt im Holiday Park gibt's wirklich jetzt so krasse Attraktionen, dass ich sage, ich bezahle 50 Euro für den Park, nee. Hallo? Also wenn ich an den Europapark denke, okay. Ja. Oder so, ja. Oder Heidepark. Aber ich habe noch nie für einen Park so viel bezahlt. Ich meine, klar, die Preise sind jetzt anders, alles teurer geworden, aber finde ich schon heftig. Und dann denke ich mir, stelle ich mir halt vor, dass da auch krass viel los ist bestimmt. Also ich weiß nicht, ob ich das machen würde, aber was ich auch schon gehört habe, Jessie, vielleicht weißt du das. Und zwar gibt es da so Horrordorf.
Also wo? Irgendwo hier bei uns in der Nähe muss es ein Dorf geben, das dann auch komplett Halloween ist, aber so richtig krass, wo dann wirklich Chucky die Mörderpuppe steht und Freddy Krüger und so. Und es kostet auch Eintritt, dieses Dorf. Also musst du Tickets kaufen und die Tickets sind immer super schnell weg. Ah ja, das glaube ich. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wo das ist. Ich muss nochmal fragen. Also ich weiß, also jetzt von dem Dorf abhängig, ich weiß, dass Arbeitskollegin von mir, die hat ehemalige Arbeitskollegin von mir, die Janine, die hat das auch immer, die wohnt in so Raum Worms, wohnt die haben auch immer so. Ah, dort ist es durch so Haus. Das stimmt, das hat mir die Caro Aschner erzählt. Bei Worms gibt es so ein Horrorhaus. Die haben das privat gemacht, also so. Garde. Also nicht für die selbst privat, aber es muss irgendwo in Worms sein, glaube ich. Also in der Nähe von Worms, also in Worms gibt es so ein Viertel, wo auch so krass ist. Aber du gibt's auch ein Haus, wo komplett wie so ein Spukhaus gemacht ist. Mit Vorgarde draußen so und innen. Das gibt's in Worms. Aber es gibt irgendwo so ein komplettes Dorf oder so ein Park. Ich kann dir das nicht sagen. Also auf jeden Fall habe ich das schon von mehreren Leuten gehört, dass die Tickets immer super schnell weg sind. Und es ist halt wirklich so, dass du auch Leute sind, die dich erschrecken und so. Ja, also das Ding ist halt, ich gucke hier Horrorfilme. Nee. Und für mich, ich bin halt schreckhaft und ich glaube, ich könnte es nicht. Ich hätte Angst. Ich glaube, ich habe wohl in der Geisterbahn, glaube ich, jemand mir ein Ohrfeig gegeben, weil ich mich so erschrocken habe. Ah nee, also so arg ist jetzt aber bei mir auch nicht. Weil ich mich so erschrocken aus Reflex habe ich dann irgendwie, glaube ich, gestummt oder geknallt. Ja, also ich mag so Gruselsachen halt nicht, deswegen wäre es halt nichts für mich. Aber ich sag mal so, ich finde, wenn man Kinder hat, weil es gibt ja auch mehrere so Stadtgebiete, wo halt richtig schön die Leute dekorieren, und so, das finde ich halt schon schön. Wenn die Leute es machen und die Kinder kommen und so, das finde ich ein cooles. Also bei den Hasloch zum Beispiel, bei der Kroatien, das sind sie auch, machen die mega Deko und die verkleiden sich auch alle und überhaupt, also es ist richtig cool auch bei denen. Da war Tannenbohr in Ramsel, in Ribbeder Straße sind auch einige, die da richtig, haben auch so, ich glaube mit 6 oder 4 Wohnungen, die haben auch so einen Vorgarde, also mit Sternen ist auch immer, mit Spinne und alles, so Haus ist auch ganz schön krass, ja. Ja, okay, also, ich sag mal so, dann lieber Herbstdeko. Ja. Also so krass, ich hasse ja auch Spinne, also von daher, das ist nicht so wirklich ganz meins. Aber was ich mir cool vorstellen könnte, ist im Euro Disney. Ah. Oder generell in Disneyland. So Halloween, das finde ich schon cool, weil ich auch die Mickey Maus als Kürbis so cool finde. Ja. Also ich glaube, das fände ich schon ziemlich cool, die Sache. Ich muss weiter rüber. Ja. Ja, also generell, ich freut mich seit kurzer Zeit erst mit diesem ganzen Thema an, aber ich finde, wenn man Kinder hat, dann ist es schon eine Pflicht irgendwo. Und der Harrison hat auch Halloween-Kostüm, so ist es nicht. Hat er jetzt ja schon gehabt, oder? Ja. Ja. Der hat Halloween-Kostüm. Ja. Ich habe halt gedacht, ich habe ihm das danach angezogen an Halloween, habe gedacht, wenn die Kinder klingeln, voll süß, aber hat keiner geklingelt. Aber in Darmstadt ist es Halloween 8. Da klingen viel Süßes oder Saures in Darmstadt. Ja. Aber so ist für mich auch so Halloween. Das geht irgendwie an mir vorbei. Ja, was mir richtig assi war in Grünstadt an Halloween, hat jemand bei uns Eier ans Fenster geschmissen. Ja, stimmt. Ja, also auf den Balkon hoch an die. Und das finde ich halt assi. Schon wieder richtig dumm, weil es ist ja okay, Hexenacht, ne? Ja. Also Hexenacht ist ja im April. War das Hexenacht? War das wirklich an Halloween? Das war an Halloween. Okay. Und dann haben die an Halloween die Eier geschmissen, also das war halt richtig asozial. Ja. Also das verstehe ich dann auch nicht. Vor allem aber auch so hoch, erster Stock. Ja, vor allem so, du kennst, weil Trick or Treat heißt ja, entweder du gibst ihm was Süßes oder ich spiele dir einen Streich. Ja. Aber wenn keiner klingelt, kann da nichts Süßes geben. Nee. Und dann einfach willkürlich durch die Eier rumzuschmeißen. Ja. Ist halt blöd. Ja, das ist halt schön. Nee, vor allem, es hätte ja keiner einer auf dem Balkon hocke. Ja. Also. So Eier abkriegt. Nee. Ja, uff. Hätte noch ein Hörnchen kriegen. Ja, gut, ich sag mal so, wir haben früher auch Eier in Hexenacht geschmissen, so ist es auch nicht, aber nicht an Halloween. Nee, nicht an Halloween. Ja. Das stimmt, nicht an Halloween.
Ja, also so viel zum Thema Code Orange. Auf jeden Fall abonniert unseren Kanal. Es wird noch vieles zum Thema passend Code Orange kommen. Und schauen wir mal, ob mir jetzt bald unsere Lieblingsseason die Herbstseason ist. Ja. Schauen wir mal. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss. Tschüss.